andere wäre halt die Gerudo-Prüfung. Da sind wohl auch Kisten drin. Aber da hatten wir die finale Kiste, was richtig gut ist für uns. Weißt du, gerade konnte ich die Songs alle auswendig. Fuck. Mann. So. Das ist meine Lebensentscheidung. Ja, soll jeder machen, was er will. Ich sag ja nichts dagegen. Aber ich werde es nicht spielen. Ist ja nicht so, dass ich Cookie Clicker auch schon mal gespielt habe. Aber nicht so exzessiv wie andere. Und ich habe nicht alle. Ich habe dann nicht alle anderen Clicker-Games mitgemacht, so, weißt du? Man kann nicht. Die bleiben nicht für immer an, ne? Oder kann ich die alle jetzt mühselig mit einem Bogen anzünden? Ich hab nicht genug Mana. Aber ich glaube, es wird gehen. Oder gehen die aus? Ne, die gehen aus. Oh, da müsste man richtig schnell sein. Gut, dann. Warum bin ich jetzt eigentlich hier hingegangen? Bin ich blöd? Aus Hyrule raus und reiten wäre viel smarter. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass ich zu den Goronen will, aber will ich gar nicht. Ich will zu den Gerudos. So langsam gehen echt die Möglichkeiten aus. Aber man hat ja gesehen, es kann ja anscheinend irgendwo ein Item liegen, das mir weiterhilft. In irgendeiner scheiß Random-Höhle, die man im normalen Gameplay nie sucht. Wie diese Secret Caves, von denen ich nicht mehr wusste, dass sie existieren. Weil, ich wiederhole es gerne, ich hatte früher als Kind kein N64. Als der N64 da war, war bei uns die PlayStation 1-Ära angebrochen. Und natürlich hat man als Kind nicht jede Konsole. Also ich nicht. Es gab bestimmt Kinder, die jede Konsole hatten, aber ich nicht. Bei uns war es die PS1, die auch einfach sinnvoller war, weil man Spiele einfach gratis bekommen konnte. Wie halten wir jetzt einfach mal ganz aus der Sache raus? Aber es war halt einfach sinnvoller, eine PS1 zu haben als eine als Nintendo. Und deswegen habe ich die N64-Games nie gespielt. Sperren die mich jetzt eigentlich immer noch ein oder kann ich da jetzt hingehen?
Oh. Toll. Jetzt habe ich alle Köcher gefühlt. Oh. Bringt mir gerade nichts, glaube ich. Oder bringt mir das was? Bei Dodongos Cavern jetzt, jetzt kann ich halt die Blume aufheben. Hallo Marc, du warst vorhin schon da, ich weiß nicht, warum ich jetzt Hallo sagen wollte. Ja, es gibt jetzt OOT. So, das ist der Raum, den kann ich nicht lösen, weil ich keinen Hookshot habe. Den werde ich nicht lösen können. Weil ich komme da nicht hoch. Hier brauche ich schon nicht weitermachen. Nee, nee. Also ich bin jetzt einfach nur hier Richtung Gerudo-Challenge gegangen. Hookshot-Räume kann ich halt leider nicht machen. Was geht hier ab? Aha. Für euch brauche ich Bomben. Ah, nee, doch nicht. Okay, ihr seid nicht so scheiße wie die. Es ist so gut, dass wir das Bigoron-Schwert haben. Ich wiederhole es. Bigoron-Schwert so gut einfach. Okay, jetzt wird's wild. Ja, wieder ein Hookshot-Raum. Kann ich nicht machen. Okay, ich habe den Spiegelschild. Kann ich damit jetzt was machen? Nee, ne? Der bringt mir auch nichts. Es ist gut, den zu haben für den Wüstentempel. Aber... bringen? Moment, ich habe keine... Doch, ich habe Schlüssel. Schon einen Fehler gemacht. Weil ich nicht... Ja gut, ich komme nicht weiter hier. War es ein Fehler? Wäre ich hier weitergekommen? Nee, ich glaube, da ist direkt eine Tür, ne? Ja, okay, ich wäre genauso weit gekommen. Gut, aber wir haben 4 Items hier rausgeholt. Aber bringen tut's mir nichts. Kannst du dich mal umdrehen? Ich traue euch nicht. Alle. Zeldas Wiegenlied, Salias Lied. Der Wüstensong, Bolero des Feuers. Wo geht's hier lang? Ach ja, hier war noch die Reitsche. Das kann auch ein Item geben, ne? Hier gab es ein Herzteil. Es kann sein, dass es hier ein Item gibt. Na komm. 2, glaube ich sogar. Muss ich...
Muss ich das jetzt einfach so machen? Ich habe gerade das Kraftarmband bekommen, den großen Köcher, den Spiegelschild. Was noch? Habe ich nicht gesagt, 4 Items? Großer Köcher, Spiegelschild. Kraftarmband. Was habe ich noch bekommen? Habe ich nicht 4 Kisten aufgemacht? Anscheinend habe ich nur 3 Items bekommen. Gott, die Steuerung auf Epona ist manchmal so pain, ne? Hallo, Epona, bleib doch stehen. Dreht das Pferd auch wieder um? Perfekt. Ja. Niete. Absolute Niete. Ja, jetzt 1500 Punkte. Das heißt, ich müsste 8-mal die 100 treffen. Wird nicht passieren. Ja. Was bringt denn so eine Vase? Ah, die Vasen bringen auch 100. Ah, okay. Okay. Die Vasen sind safe für 100 Punkte eigentlich. Nee, Lieder kriege ich nicht aus Kisten. Lieder kriege ich nur da, wo es Lieder gibt. Fuck. Okay. Das ist sowas von den 200 Bitcoin. Ich bin reich. Niete. So. Das waren die Niete. Es gibt keinen Weg außer den Song. Ah, die lassen mich in Ruhe. Okay. Es gibt keinen Weg außer den Song in die Wüste zu kommen, oder? Ohne Enterhaken. Oder?
Ich dachte auch, man braucht nur das Auge, aber ich komme hier durch diesen Sand nicht durch. Wenn ich links oder rechts dran vorbeigehe, ist vorbei. Dann resettet der Screen. Naja, aber ich muss ja hin. Ich kann da einfach durchlaufen? Lag das jetzt an den Gleitstiefeln oder? Moment. Man kann mit Gleitstiefeln dann. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Ist das ein Randomizer-Ding? Geht das in Vanilla auch? Oder ist das ein Randomizer-Ding? Kannst du bitte schneller gehen? Ich habe nicht unendlich Mana. Ist hier Mana drin? Bestimmt. Kannst du bitte... Es ist Magie, nicht Mana. Same shit. Jeder weiß, was ich meine. Holy shit, ich bin endlich hier. Und alles nur, weil damit doch keiner rechnet, dass man mit den fucking Gleitstiefeln über Treibsand laufen kann. Oh, das hätten wir gestern easy schon machen können. Stell euch vor, ich hätte das nie gemacht. Stell euch vor, ich hätte das nie ausprobiert. Ich glaube, oben liegt eine Magie-Erweiterung. Eine Magie-Erweiterung auf dem Turm hier. Kann man den lösen? Wen lösen? Sollte Cheek mir jetzt nicht einen Song geben? Okay, einmal rein, rausgehen. Wir haben fucking Salias Lied, Mann. Ich weiß gar nicht, ob ich den lösen kann. Was braucht man in dem Tempel? Spiegelschild? Dann kann ich ihn lösen. Aber wahrscheinlich braucht man den Hookshot auch. Aber wir können jetzt...
Ja, also Enterhaken ist, also pass auf, wir können jetzt richtig viel machen. Wir gehen jetzt zuallererst in den Wald. In den Wald komme ich am schnellsten über Lake. Oh, Chat. Mir fällt gerade was ein. Ich glaube, ich bin dumm. Die Wand von Nairos Segen. Ich glaube, ich komme bei den... Ich komme doch bei Sora rein, oder? Ich habe die ganze Zeit einen Weg vergessen, glaube ich. Und ich wette, das hat einer von euch im Chat auch gemeint und ich habe einfach gedacht, ihr meint einen anderen Weg. Ja, Sora ist eingefroren. Was für Nairos Wand denn? Ist die hier irgendwo oder was? Oh, ist das ein nerviger Ort. Muss man hier eine Bombe reinlegen? Alter, wie nervig ist denn diese Wüste? In dieser Oase ist eine brüchige Wand. Also mein Controller vibriert nicht. Oh, oder meinst du beim fliegenden Händler die Oase? Ah, da hinten. Alter, ist das nervig. Das Ding ist, ich muss wieder durch diese Wüste rennen, um hier hinzukommen. Ich habe den Song ja noch nicht. Oh, fuck. Oh, ihr seid so nervig. Ja, bringt mir nichts. Brauche ich Zeldas Wiegenlied. Nee, Gegner sind nicht gerandomized. Nee. Muss manchmal langsam spielen, um die Melodie eher zu hinten zu bekommen. War das smart? Eigentlich nicht. Ich komme ja hier nicht durch. Ich bin eigentlich dumm. Aber doch, warte, das könnte das nächste sein am Wald. Ah, ich wollte nicht tauchen. Wir gehen jetzt erstmal in den Wald. Da spielen wir nämlich Mido jetzt Salias Lied vor. Wir können dem Horror-Kid Salias Lied vor... Wir können jetzt richtig viel machen. Jetzt öffnen sich nämlich die ganzen Tore. Wir haben endlich eins der Lieder bekommen, die uns die ganze Zeit die Wege blocken. Mit Zeldas Wiegenlied könnten wir noch viel mehr machen. Die ganzen Feen zum Beispiel. Aber Salias Lied und Song of Storms sind so die relevantesten. Mit Zeldas Wiegenlied kämen wir auch easy bei den Soras rein und ich müsste... Wieso? Und müsste nicht überlegen, welche Wege es noch gäbe. Ah ne, ich habe mich aber vertan. Der Shortcut zu den Soras ist im Kokiri Forest und... Das bringt mich nicht dahin. Die Soras selbst hatten gar keinen Shortcut. Man kommt nur... Nee, kommt gerade nicht rein ohne Zeldas Wiegenlied. Scheißen wir drauf.
Salia gibt mir den. Gab Salia mir Song of Storms oder Zeldas Wiegenlied? Ich glaube, Salia gab mir Zeldas Wiegenlied. Nee, Moment. Musik. Moment, was ist, wenn ich ihm jetzt Salias Song vorspiele als Erwachsener? Nix, weil der pisst ist, ne? Ja. Was ist, wenn ich ihm Salias Song vorspiele? Das ist Zeldas Wiegenlied. Wie ging Salias Song? Das ist die Bonus. Mann, wie ging ihr Song? Ich vergesse Salias Song immer. Runter, rechts, links. Ja. Ich habe vergessen, dass dieser Song auch das noch kann. Halleluja. Oh Gott, ich muss bestimmt gegen Wölfe kämpfen wieder hier, ne? Nee, doch, richtig. Ich hab dich voll vergessen. Oh mein Gott. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich hab dich so hart vergessen. Ja, aber nicht am Anfang. Am Ende kannst du auf die Mauern klettern. Ach, fuck. Come on. Kill ich's? Ja, komm. Ah! Hallo, Leute. Hier kannst du auf die Mauer klettern. Oh Gott, jetzt ist er hier. Moment! Wie kam ich denn an ihm vorbei? Ah. Battle Wars schippe ich den Cube? Was? Ich hab endlich das scheiß Lied. Oh, ich freue mich so sehr, dass ich jetzt erstmal pinkeln gehe, Chat. Ich bin gleich wieder. In 30 Sekunden ist die Werbung vorbei. Ich mache trotzdem weiter. So, wir können. Boah, wir können jetzt so viel machen, Chat. Es fängt schon dabei an, welche Feen machen wir jetzt alles?
Alter. Moment, wo war Song of Storms? Das hatte ich auch nachgeguckt. Wir gehen. Boah, wo gehen wir zu? Es ist so viel, was wir jetzt machen können. Ich kann mich nicht entscheiden. Ja, ist richtig. Ist jetzt aber auch vorbei. Jetzt ist er vorbei. Sie ist doppelt. Also ist es jetzt vorbei, die Werbepause. Subs haben halt keine. Also, falls ihr Subs seid. Oder manchmal. Gibt's auch einfach keine. Wo gehen wir jetzt hin? Wir können so viel machen. Wo sind die ganzen Feen zum Beispiel? Als Youngling haben wir einige Feen. In der Oase komme ich jetzt nicht so schnell hin, deswegen will ich da nicht hin. Und dann einfach mal F5 drücken, wenn Twitch sich irgendwie verschluckt hat. Beim Castle, aber als Young Link. Ja, original war Song of Storms in der Windmühle, Leute, aber wir spielen Randomizer. Hier ist alles anders. Ich habe in der Windmühle die Nocturne des Schattens bekommen. Bin mir nicht sicher, ob ich die anzünden muss für eine Kiste oder so. Wow. Eine Flasche. Skelett-PNG, ja. Na gut, Zombies sind kein Ding. Feuerpfeil habe ich. Hast du ja gerade gesehen. Das ist sehr gut. Jetzt können wir uns zu dem Feuertempel teleportieren. Was für ein Song ist da drauf? Links runter hoch? Welcher Song ist das da drauf? Ist das der Bolero des Feuers? Nee. Ich glaube, im Randomizer bekommst du den Song automatisch, sobald du hier bist.
Ah, hier bekommst du die Tag und Nacht. Ja, okay. Achso, die Tag- und Nacht-Melodie Dings, die Zombies, ja. Aber okay, wir haben den Bolero. Jetzt kriegen wir richtig Songs. Jetzt geht's ab. Oben am Berg war auch noch eine Fee, glaube ich. Ich weiß aber gerade nicht mehr wo. Einen Bolero-Song habe ich schon. Da habe ich... Oder habe ich da die Nocturne des Schattens bekommen? Ich habe auf jeden Fall da einen Song bekommen, den ich gar nicht gebrauchen konnte zu dem Zeitpunkt. Da bin ich ohne Rüstung halt durchgerusht. Mir fehlen jetzt eigentlich nur noch die zwei Songs... Vom Wald... Nee, vom Sora... Von... Was sieht man noch? Sora fehlt mir. In der Wüste war ich jetzt. Habe ich Schattentempel einen Song bekommen oder musste ich da tiefer rein? Da oben war eine Fee, ne? Ich hätte doch den Shortcut, ich hätte die Blüte nehmen sollen, das wäre so viel schneller gegangen. Genau, Schattentempel. Aber bekommt man den Song? Ja, man muss in den Tempel rein, ne? Ich glaube, Schattentempel fängt erst an, wenn man Dienstfeuer Inferno benutzt hat. Ja, aber die drei Elementtempel habe ich ja gemacht. Oder meinst du an die hier? Feuer, Wasser. Oh, die können sich ja doch bewegen. Krass. Ich dachte, die meinten die drei Steine, die ich am Anfang als Young Link machen muss. Ah, die Adult-Version. Okay, hier müsste eine Fee drin sein. Hat sich nicht gelohnt. War hier noch eine Fee drin? Da oben? Oder war hier nur eine Kiste hinter? Ah ne, hier war nur ein Stein hinter. Dann... Ich glaube, ich mache jetzt erstmal Youngling-Stuff.
Hatten wir hier in Hyrule irgendwas? Nee, ne? Da habe ich alles geholt. Wir gehen jetzt... Dien geholt? Hier in Hyrule? Also die, es ist nicht Dien gezwungenermaßen, aber wo würde Dien denn liegen? Ach, klar, warte, am Schloss, ja, brauchst nichts sagen. Am Schloss ist eine Fee. Stehen die Wachen hier noch? Okay. Gib mir eh eine Niete wahrscheinlich. Ja. Sorry, kannst du nichts für. Aber checken muss ich es ja trotzdem. Kann ja sonst was liegen. Da hätte ja der Hammer liegen können. Oder Eispfeile. Oder Donnerpfeile. Oder wirklich eine Magie. Also wir haben noch Items zu checken. Eine Flasche fehlt auch noch. Kiki fehlt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Items gibt's noch zu holen. Also, die können überall sein. Nee, Shops sind nicht random, die sind festgelegt. Gab's hier, warte, hier gab's doch, war das das Loch? Oder das andere? In irgendeinem Loch gab's doch auch irgendwas wegen Zeldas Wiegenlied, oder? Weil ich irgendwas nicht machen konnte. Aber hier vibriert's nicht. Das Loch habe ich abgeschlossen. Irgendein Loch konnte ich nicht beenden. Eine Kuh, die Kuh ist oben auf dem Berg. Langer Laufweg ist lang. Im Wald können wir auf jeden Fall Salias Lied dem Horror-Kid vorspielen. Dann können wir dem Horror-Kid die Maske geben. Was machen wir jetzt? Dann was können wir dann noch machen? Ich glaube im Wald erstmal nichts, aber vom Wald aus können wir zu den Gronen, können die Scheißtür bei dem Häuptling aufmachen, können die Fackeln anzünden, können machen, dass sich das Ding... Oh, wir können so viel machen.
Die haben wir schon gemacht, die Challenges. So, dann haben wir die Maske weitergemacht. Dann können wir jetzt zu den Goronen. Das da haben wir schon gemacht. War eine Niete. Erinnere ich mich nur dran. Vor allem könnte ich jetzt mit dem Feuerpfeil, könnte ich die Fackel noch einfach so anzünden. Ah ne, bin ja Young Link. Young Link kann das nicht. Vergesst, was ich gesagt habe. Hä? Habe ich doch genauso gespielt. War zu schnell fürs Spiel. Welches Lied will er hören? Will er den Bolero des Feuers hören? Runter A, runter A, rechts runter, rechts runter. Will er mit Sarias Lied? Hey, ich bin gerade zu blöd. Wie geht Sarias Lied? Wiegenlied, aber das habe ich doch gerade gemacht. Damit bin ich doch auch sogar hier reingekommen. Ja, keine Ahnung. Oder muss ich hier stehen? Egal, wir machen jetzt erstmal das andere. Aber als Young Link macht er doch die Tür eh nicht auf, oder? Der Bolero des Feuers ist ja... Wie links sich dreht. Bolero des Feuers ist ja der Song vom Feuertempel. Und man kann den Bolero hier eigentlich nicht haben, richtig. Deswegen. Ja, hier muss ich eine Bombe reinschmeißen gleich. Aber ich wollte erstmal alle Fackeln anzünden. Ich weiß nicht, ob es irgendwas bringt. Oh, bis hier hoch komme ich eh nicht. Aber hier oben ist eh keine Fackel mehr, ne? Nee. Kann man sich hier nicht draufstellen? Ach, schade. Hey.
Du nervst. Getroffen? Scheiße. Es gab bestimmt eine richtig gute Easy-Location, um das zu machen. Von hier zum Beispiel. Wirf doch! Din, 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 din. Geht doch. Sarias Lied? Aber das habe ich doch gerade gespielt, oder? Moment, das war's? Mehr kommt da nicht raus? Ah ne, Moment, habe ich nicht gespielt, das habe ich verkackt. Runter, rechts, links, runter, rechts, links. Aber was hat er mit Sarias Lied zu tun? Das verstehe ich gerade nicht. Ach, er danced dann. Ich erinnere mich. Ich glaube... Man hat nur zwei Songs in dem Moment, ne? Ja, hab ich schon. Gut. Kann doch das Sonnenlied haben. Kann man? Ja, kann man. Hast recht. Wieso spielt er das Lied jetzt nicht? Es ist doch richtig gespielt. Ich spiele die Lieder zu schnell. Aber lass mich doch jetzt mal da rein. Okay, aber wir haben das Item von ihm bekommen. Moment, muss ich da jetzt noch eine Bombe reinwerfen oder kommen da immer nur Rubine raus? Ja, ja, ich hätte das Armband bekommen, hat er ja gesagt. Oh, es kommen mehr Rubine raus. Aber ich habe schon 99. Ich sammle sie trotzdem auf. Hä? Ah, das war ein Herzteil. Okay, nee, das wäre ein Herzteil. Okay, da wäre jetzt ein Herzteil rausgekommen. Aber das sind im Randomizer Rubine. Deswegen hat er jetzt die Aufhebeanimation gehabt. Okay. Da geht's in den Wald. Ich überlege gerade, wo ich hin will. Bei den Soras kann ich nichts machen. Ich müsste jetzt, glaube ich, wieder erwachsen werden. Zu Saria? Was soll ich bei Saria? Da war ich schon.
Kakariko Maskenquest. Das machen wir. Dings, nicht Kakariko. Also doch, auch Kakariko, da müssen wir für die Maskenquest hin. Und wir müssen jetzt erstmal zum Händler. Ich bin doof. Muss immer überlegen, was die letzte Note ist bei dem Song. Immer. Ach fuck, das ist aber die falsche. Ja, irgendwann brauche ich mehr Rubine. Oh, wie war die Maske, wie war die Schattensonate? Kack. Links, rechts, rechts. Brauche immer nur den Anfang.